Sonntag früh bin ich dann in Lundeburg aufgebrochen. Die Wettervorhersage sah so aus, dass von Westen her ein Regengebiet über ganz Dänemark zieht und genau in Göteborg in Schweden die Sonne scheint. Also bin ich ziemlich zügig durchs restliche Dänemark durchgefahren und dann die Autobahn auch ziemlich zügig Richtung Göteborg hoch. Von Lundeburg aus ging es erstmal ein Stück nach Norden. Hier bin ich dann über die große Beltbrücke gefahren. Diese Brücke ist die drittgrößte Hängebrücke der Welt mit einer Stützweite von 1600 Metern, glaube ich, zwischen den Pylonen. Ja, dann ging es weiter durch Dänemark Richtung Helsingør. Von Helsingør nach Helsingborg bin ich wieder mit der Fähre gefahren, genauso wie 2016, als ich nach Norwegen gefahren bin. Ja, und dort bin ich dann in Schweden auf die Autobahn, um zügig dem schlechten Wetter davon zu fahren und bin dann gegen Abend in Frilesås, kurz vor Göteborg, angekommen.
Na, wenn das mal heute wieder nicht ist. Ein Zimmerchen für 35 Euro. Mit bester Aussicht. Da. Schon wieder das Meer. Wirklich sehr hübsch hier. Ich kann so lange bleiben, wie ich will. Da die Schweden alle wieder auf Arbeit sind ab morgen, ist hier ziemlich viel Platz. Ich bin genau dem schlechten Wetter davon gefahren. Richtung Göteborg. Also ich bin jetzt so kurz vor Göteborg. Ich werde jetzt erstmal auspacken. Ah, da hinten ist gerade einer am Baden. Gehen wir mal wieder zurück. Jetzt gehen wir meine Sachen klaut. Aber das wird ja nicht passieren. Auf jeden Fall sind die netten kleinen Bütchen. Und eine habe ich für heute gekriegt. Und für morgen und für übermorgen, je nachdem wie das Wetter ist. Diesem Regengebiet, was jetzt komplett über Dänemark liegt, bin ich heute entkommen und bin jetzt kurz vor Göteborg, wo die Sonne scheint. Also alles richtig gemacht. Fast erklommen. Sehr hübsch. Ja, in this way. So, but it's good because on the bike I see everything in between. But yeah. I like to, like in Copenhagen, I stayed 4 days, and that was perfect. And so I stayed 3 days in Göteborg and then.